Ich schieb ab und ich zähl mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Oh, wie romantisch. So, nun bin ich wieder besser im Licht. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich nicht im LKW sitze. Beim V-Blog, was ist da los? Keine Sorge, ich möchte euch jetzt nicht großartig irgendwas erzählen, sondern, nein, doch ein bisschen. Ich muss euch erzählen, worum es jetzt in dieser Folge jetzt geht. Ganz einfach. Im zweiten Teil sagte ich euch ja, oder beschrieb ich euch ja, dass einige Videodateien abhanden gekommen sind. Komischerweise habe ich sie wiedergefunden. Ich habe rumgesucht auf meiner Festplatte und gedacht, das kann nicht sein, wo sind die Dateien hin? Sind trotzdem welche abhanden gekommen. Und damit ihr den Zusammenhang von dieser ganzen Folge jetzt versteht, muss ich euch einiges erklären. Auf dieser Fahrt war ein Unwetter und dementsprechend bin ich zum Zielpunkt gekommen, bis zu einer bestimmten Stelle. Und da passierte Folgendes. Ja, super, das passt natürlich toll. Als ich kurz vorm Ziel war, circa, ich würde mal sagen, 6 Kilometer, da habe ich schon gedacht, oh, wenn das so weitergeht, naja. Ich muss dazu sagen, das Ziel war ein Hersteller eines Mineralwassers. Und die liegen ja bekanntlich in so Bergregionen, weil die ja so Felsquellwasser, naja, ihr wisst Bescheid. Als ich 2 Kilometer vom Ziel war, sah ich folgendes Bild. Okay, dann musste ich natürlich, dann hinter mir war ein Pkw-Fahrer, der aus diesem Ort kam im Nachhinein und ich sagte zu ihm, ich sage, kannst du mir mal sagen, wie komme ich denn jetzt hier weiter, weil das ist der normale Weg in diesem Felsregion und er sagte, nee, LKWs fahren doch immer hier durch. Ich sage, das geht aber nicht, weil was du nicht siehst, ist dieses Bild. Und er sagte, der einzige Weg, der ist natürlich ein bisschen eng, da müsstest du hier rum und da rum und dies und jenes. Okay, das habe ich dann genommen und ich zeige euch jetzt erstmal, wie der Weg weiterhin war und melde mich dann gleich wieder, damit ihr so ein bisschen versteht. Also, es war ein wenig beschwerlich. Schauen wir erstmal rein, denn es ging leider sehr beengt weiter. Ich weiß nicht, was ab hier. Hau ab. Ich pass ja kaum noch durch. Boah, wird immer enger, enger, enger. Nach 200 Metern biegen sie links ab. Zissener Straße. Entgegen. Biegen Sie links ab, Zissener Straße. Ach, da ist auch noch ein Bus. Oh, jetzt geht's geil. Jetzt wird's witzig. Ja, mach Platz. Aus da. Hau ab. So, das ist die Rückseite, meine ich. Wenn ich von dem Berg wegfahre, dann komme ich da direkt auf die Autobahn. Das dürfte hoffentlich die A61 sein, so dass ich quasi von der Rückseite reinfahren kann jetzt, weißt du? Ja, irgendeine Straße muss es ja dahin geben. Aber dass die dann eine komplette Straße sperren und nicht mal eine Umleitung ausschildern und so, ich finde das immer zum Kotzen sowas. Ja. Straße gesperrt, wo? Dann, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich komme nicht aus Deutschland, spreche die Sprache nicht, ja, Glück auf.
A61, E31, Richtung Ludwigshafen. Die Frage ist jetzt gerade nur, in welche Richtung. Oh nein, nein. Hau ab. Ich fahr mal hier lang. Ich weiß jetzt gerade ehrlich nicht gesagt, wo ich hin muss. Biegen Sie links ab, nee, dann Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich sag's dir ganz ehrlich. Nach 100 Metern biegen Sie links ab. A61, E31, Richtung Köln. Nee, das ist ja mein Problem hier gerade. Da kann ich aber vielleicht gleich mal hier rechts. Auch hier. Hier muss ich jetzt mal kurz. Das hat keinen Sinn. Ich muss hier anhalten. Ich muss neue Adresse angeben. Ich fahre hier sonst mal hin. Jetzt muss ich sehen, wie du damit wegkommst. Ich kann es jetzt nicht ändern. So, Armlenker, Beste. Die Adresse hat zu mir, Straße hat zu mir genannt. Ich wollte es aufgeschrieben. Also, nee. Hä? Rothalstraße. Oh, fuck. Kehren Sie, wenn möglich, ja, muss um den 412-32 Hasen niederzusetzen. Dann biegen Sie links ab. Alter, B 412 Richtung Burgpol. Nee. Ich hoffe ja nicht. Dann stehe ich da und rufe an. Ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Navi, wie soll ich hier umkehren, Mann? Das ist die Auffahrt auf der Autobahn. Das ist ein Dachschaden oder was? Das ist sowas Beklopptes. Sag mir eine Alternative, Mann. Nee, dazu müsste ich ja Aufnahme drücken und ein Kram hier. Das geht jetzt gerade nicht. 7,5 Kilometer, dann rechts ab. Das hört sich schon gut an. Komme ich nämlich jetzt von der... Ich habe jetzt ja die Hausnummer eingegeben von der Einfahrt beim letzten Mal. Vorher habe ich eingegeben Hausnummer 2, jetzt bin ich bei Hausnummer 168. Das ist ein Unterschied. Mit Blaulicht die Verkehrsrum in der Einbahnstraße durchgeschickt. So, jetzt habe ich hier ein Verkehrsschild gehabt. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab, K44 Richtung Königsfeld. Ja, Durchfahrtsverbot. Dann biegen Sie rechts länger ab. Als 10 Meter. Alter. Biegen Sie rechts ab. Hier muss ich noch einmal eingreifen, damit ihr das Ganze versteht.
Ich habe eine Umleitungsstrecke gefunden, die, ich sag mal, 1,5 Kilometer im Kreis zu dieser Firma, zu diesen Gebirgsregionen findet. Ja, ich habe mit der Firma schon telefoniert und habe gesagt, wie kommt man da hin? Da ist überall Überschwemmung, alle Zufahrtswege sind gesperrt, wie fahre ich da am besten? Dann hat die mir eine Straße genannt, orientieren Sie sich danach, danach, danach. Und dementsprechend bin ich gefahren. Und dann komme ich halt da hin und musste eigentlich nur rechts abbiegen und dann einen kleinen Kreis und dann wäre ich von hinten zur Zufahrtsstraße gekommen, zu der Firma. Ja. Wenn ich nicht länger als 10 Meter wäre, hätte ich auch langfahren können. Aber wie ihr gerade gesehen habt, ging auch dieser Weg nicht. Und dementsprechend geht die Suche weiter. Viel Spaß. Dann biegen Sie rechts ab. Die LKWs sind sick. Umleitungsstrecke, okay? Mann, was ist denn hier los? Falco. Kehren Sie wenn möglich um K44. Dann biegen Sie rechts ab Richtung Köln-Ludwigshafen. Richtung Linz. Dann biegen Sie links ab. Ja, jetzt stehe ich hier gerade. Warte mal, wo bin ich hier lang gekommen? Der Kollege mit dem Aktros hier im Mineralwasser, bist du QRV? Wo blinkt der hin? Links rum oder rechts rum? Ich habe keine Ahnung, Alter. Mach mal auf, der fährt jetzt bestimmt rechts rum. Der fährt links. Biegen Sie links ab. Sinziger. Sie wenn möglich um B266 auf den Flachsmarkt, dann biegen Sie rechts ab Richtung Koblenz. Fährt er weiter? Mal an den Kollegen von dieser Firma, Dings. Wenn ich so mache, dann heißt das nicht, ich versuche zu fliegen, Junge, sondern ich möchte, dass du mal kurz anhältst, weil ich eine Frage habe und nicht mehr weiter weiß. Aber Fliegen war eine Runde, ne? Ey, und das ist der Moment, wo ich das hasse, wenn Leute oder Kollegen, Buddies, Homies, wie auch immer ihr bezeichnen wollt, völlig ignorant sind. Das war nicht geplant. Ich hatte eine Frage, weil ich wusste nicht mehr weiter und ich habe gedacht, er liefert ja auch Mineralwasser. Also muss er doch wissen, weiß er wahrscheinlich auch, wo diese Firma ist. Ja. Er hat einfach nicht angehalten. Also gegen meine Suche. Weiter. Da gehst du fest. Er fährt weiter, Junge, Alter. So schnell war ich nicht da. Ja, der heißt aber Sinziger. Ist das ein Getränkebruder, aber ob das der ist? Mann, ey, ich weiß nicht mehr weiter.
Sinziger, bist du QAV? Alter, warum macht ihr nie... Alter, jetzt riecht aber fest. Ich hab gedacht, ich bin jetzt dem Ziel nah. Kehren Sie, wenn möglich, um W266 auf den Flachsmarkt. Dann biegen Sie rechts ab, Richtung Koblenz. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Ist klar, ja. Wieso habe ich jetzt keinen Live-Dienst mehr? Bleiben Sie links, A571. Da geht's. Die Straße gibt's nicht mehr. Ich geh fest, Alter, hier ist die Straße direkt zu Ende und ich muss rechts rum. So, jetzt mal ernsthaft, könnt ihr euch vorstellen, wenn du, also hier war ja das eigentliche Ziel und wir haben angefangen unterhalb. Die normale Zufahrtsstraße war gesperrt, das heißt, ich habe einen Weg versucht, drumherum zu fahren. Das ging aber auch nicht, weil alles überschwemmt war durch diese schweren Gewitter hin und her, dies und das. Und wir kreisen immer in so einem Radius von 6 Kilometern. Dann bin ich ja durch dieses enge Dorf, wie ihr gesehen habt, und dies und das und fahre rechts. Dann sollte ich ja rechts rumfahren, dass ich den kleinen Radius kriege. Drumherum geht nicht, weil ich länger als 10 Meter war. Dann bin ich weitere Schere rumgefahren und dann hat mein Navi gesagt, okay, fährst du die nächste Straße links rein oder diese Auffahrtsstraße links und dann kommst du quasi einmal rum. Von hinten wieder rein. Alter, ist die Straße weg. Da ist die Straße weg, Junge. Ich hab gedacht, ich raste gleich aus. Es kommt nicht so rüber. Ich habe ja Falco noch die ganze Zeit am Telefon. Der hatte auch noch... Also Falco war die ganze Zeit nur am Lachen. Also es war irgendwo auch witzig, nur musst du auch irgendwann mal ankommen. Und naja, wie gesagt, ich wollte nicht die zweite enge Radius, weil... Da war ich länger als 10 Meter, die durfte ich nicht fahren. Den größeren Radius drum, die Straße ist weg. Also, ja. Alter, hau ab. Bleiben Sie links, A571. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Links weiterfahren, aber links gibt's keine Straße mehr. Weißt du, ey. Und jetzt... Das kann's doch nicht sein. Ich muss doch zu dieser Scheiße kommen, Mann. Ich suche mir jetzt einen Anwohner. Ja, fängst du doch bald an. Ja. Biegen Sie links ab. K44. Richtung Sinzig. Ich muss Richtung dieser Brücke, da war das... Das ist doch verkehrt, Alter, hier alles. Ist da wieder hoch, oder was? Och, Mann. Und ich setz mich am Boden, alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Verblasst in Grau. Ich hab Zeit und Raum verloren, wie ein Astronaut. Im Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben? Biegen Sie rechts ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. Nein, jetzt bin ich da, wo ich vorher... Nein, da war ich, hier war ich schon. Leck mich am Arsch. Nee, ne?
hier war. Jetzt bin ich wieder da angekommen, wo ich vorhin links musste, weil rechts konnte ich nicht, weil länger als 10 Meter. Nach 600 Metern bleiben Sie links, A61, B31, Richtung Ludwigshafen. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Warte. Das ist ja nicht normal, ey. Bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. Ja, vor allen Dingen, ich finde kein... Wo schickst du mich denn jetzt hin? Sieben Kilometer. Ja, wieder da, wo ich komme noch von 7. Alter. Aber die Zeit wird weniger. Folgen Sie A61, B31, Richtung Burgbrohl für 7,1 am Ende der Straße. Biegen Sie links ab. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. B412. L82 Richtung Burgbrohl. Keine Namen schon gehört. Alter. Pisse. Biegen Sie links ab. Ja. Ja, das ist ja hier Realstimme, ne? Keine Ahnung. Ist du fest, Alter. Mein Ei ist gerade runtergefallen, so schlimm war's. Oh Mann, ey. Was ein Ritt, Junge. Da wäre ich ja eher in Monaco gewesen. So, das müsste E sein, oder? Ist das hier E? Jawohl. Nach 200 Metern Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Fahren wir rein. Falco, melde mich. Du bist unterwegs, ne? Alles klar, bis denn. Tschüss. Ja, und dann haben wir sie irgendwann mal... Ach komm, machen wir das Ganze ein bisschen romantischer hier. Das ist ja dieser Strahler. Und dann habe ich sie irgendwann gefunden. Die Quelle aller Quellen, diese Zielstelle, diese... Oh, Junge, Junge, Junge. Was ihr nicht seht ist... Also die ganze Fahrt oder die Suche ging, ich glaube, über 1,5 Stunden. Und ja, es war einfach nicht möglich, sie so richtig zu finden. Im Nachhinein ist das wirklich mit Humor verbunden. Also ich finde die Folge einer der witzigsten Folgen. Ich hatte auch während dieser Aktion manchmal lachen können und manchmal echt ausrasten können. Das ist also wirklich so. Also manchmal fällt es mir auch echt schwer, Mensch zu bleiben. Als der Kollege einfach weitergefahren ist, wo ich gewunken habe. Halt doch mal bitte an, ich... Aber naja. Und das ist so ein Punkt,
Deswegen sind solche Videoblogs einfach wichtig, denn ihr seht sowas nicht, ihr könnt sowas nicht in dieser tollen Serie im Privatfernsehen sehen. Da wird euch sowas nicht gezeigt. Da wird euch gezeigt, wie jemand mit einem Sattelzug Sightseeing durch Paris fährt, Junge. Und Hauptsache auch verrascht, der auf dem Parkplatz ein Nougat-Riegel ist zum Frühstück, Alter. Aber gut, soll es gewesen sein von Teil 4. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, wie ich auch. Alles klar. Und nicht vergessen, Daumen hoch. Wir sehen uns, Freunde, in Teil 5. Alles klar, macht's gut. Seid mir gediegen. Tschüss.